Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2 mit dem Gecko Climber. Wir sind jetzt hier an einer schicksalhaften Entscheidung. Wir müssen nämlich entweder den Weg oben rum oder den Weg unten rum gehen. Ich werde mich entscheiden für den Weg oben rum, weil, ja, der ist ein bisschen länger. Dafür haben wir dort hoffentlich weniger, zu tun. Wobei das hier eigentlich alles ziemlich gleich weiß ich aus. Geheimwaffen, okay. Und der Quai. Ah, nehmen wir mal die Geheimwaffen. Geheimwaffen ist immer spannend. Wow. Leutnant. Wir werden Dämonia belagern. Die Katapulte müssen absolut makellos im Zustand sein. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie unterwegs schützt. Mein Herr. Ihr seid ein großartiger Zauberer. Danke. Ihr habt bestimmt jede Menge magische Kräfte, mystische Relikte und all sowas, stimmt's? Ja, natürlich. Worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, warum sollen wir diese großen Maschinen selbst bewegen? Ihr könntet sie zum Fliegen bringen, sie teleportieren oder sogar eine magische Abwehr nutzen. Das könntet ihr doch, oder? Es ist tatsächlich schon so spät. Ich muss wirklich los. Viel Glück! Ach, und wenn ich auch nur den kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das vom Sold abgezogen. Soldaten! Vorwärts, Marsch! Hä? Leutnant? Dämonia ist in der anderen Richtung. Ach, wirklich? Also gut. Ganz Abteilung kehrt! Nein, ihr, nicht ich. Halt, wartet. Ich, nicht ihr. Andersrum. Na gut, fliegen fangen wir von vorne an. Wie schrecklich. Diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt, wenn die Belagerungswaffen den Mond erreichen, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut. Wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. Zertrümmern wir sie. So, Taktik haben wir schon in der letzten Folge fertig gemacht. Das heißt, es geht jetzt ab. Ja, und so gefällt er mir schon ein bisschen besser. Ein Katapult. Ich würde fast sagen, ich muss mich hier ein bisschen exponieren. Damit wir das Katapult kaputt kriegen. Was? Nur 7? Das ist aber gar nicht viel. So, mein Zug. Ich komme hier aber nicht raus. Okay, das heißt, ich müsste, Moment, wir ziehen die mal... einen Schritt auf Seite... Schade, nee.
Wir lassen sie stürmen. So, und der lohnt sich jetzt nämlich so richtig mit Genuss. So, wenn ich jetzt mit der hier gehe und in diese Richtung Eis spiele. Ja, das tut doch schon mal was. So. Der hat noch 25, der hat noch 17. So. Der hat auch noch 25. Können wir doch den hier noch nehmen. Die versuchen uns von hinten zu überrollen. So, okay, der ist auch fertig. Okay. Sorry, der lohnt sich zu sehr, um ihn nicht zu machen. Der kriegt eigentlich nur den Rekruten oder den Rekruten da oben. Nee, Moment. Moment, das war mal anders. Das hat nicht gereicht. Das ist aber uncool. So, ich weiß noch nicht, ob die Idee so toll ist. Die Idee gefällt mir allerdings schon etwas besser. So, einer weniger. So, den schicken wir mal ein bisschen nach hinten. So, was kann ich mit dir anstellen noch?
Nein, unser Soldat ist weg. Das ist schlecht. Ich habe so das ungute Gefühl, wir dürfen... den hier nachher nochmal spielen, wenn das so weitergeht. So, wie machen wir das denn jetzt? Ja, da oben probieren sie jetzt noch durchzukommen mit dem einen. Nein! Wieso habe ich den Zug verschwendet, ich Idiot? So, da haben wir noch das große Katapult. Das holen wir uns jetzt als erstes mal. So, das macht uns mal nicht mega kaputt. So. So, der ist hinüber, das ist gut. Wow! So. Was hat den? Der hat so viel verloren. So, dann sollte die vielleicht erstmal... So. Okay. So, die Fina, die lassen wir jetzt erstmal den Minus heilen. So, und da der jetzt so weit runter ist. So, diesmal hätten wir es geschafft. Puh. Hurra, wir haben alle Katapulte zerstört. Ja, da bezeichne ich, dass dies die einzigen waren, die über die Markus verfügt. Wir müssen seine Truppen auf diesem Weg einholen. Sonst werden sie mit dem Rest der Mondia einnehmen. So, so viele Kommandozelte. Und keines ist für mich. Ei, Sackzemente. Das glaubt man doch gar nicht. So, das nächste wird aber meins. Leutnant! Oberst Daikin und seine kleinen Freunde werden langsam wirklich lästig. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir werden sie in eine raffinierte Falle locken. Muhahahaha.
Mir wäre es lieber, wenn ihr nicht so lachen würdet, mein Herr. Davon stehen mir die Haare zu Berge. Also gut, der Plan lautet folgendermaßen. Ihr bleibt mit einigen eurer Männer hier. Zu Befehl, mein Herr. Dann lockt ihr sie irgendwie hierher. Zu Befehl, mein Herr. Und während sie euch ausweiden, kommt Verstärkung angesprungen und macht sie nieder. Ja, aber, mein Herr, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Plan verstehe. Irgendwas stört mich daran. Aber nein, seid doch nicht so albern. Der Plan wird 1A funktionieren. Wie ihr meint, mein Herr. Ich mag es, wenn ein Plan Gestalt annimmt. Schade, das haben sie schlecht übersetzt. Das heißt eigentlich, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt haben wir unseren einen, Oh, doch, den haben wir wieder. Oh, das ist ja cool. So, nach der ersten Runde sollten wir dann mal anfangen, unsere Soldaten ein wenig aufzuwerten. Ich nehme jetzt extra keinen Rekruten mit. So, das kann jetzt nur schief gehen. Ergebt euch! Ihr seid zahlenmäßig unterlegen und geschwächt. Es muss nicht zu einem Blutbad kommen. Menos! Wenn ihr Leute überzeugen wollt, ist es keine schlechte Idee, bitte zu sagen. Da habt ihr völlig recht, Fräulein Fina. Ergebt euch, oder wir werden euch abschlachten. Bitte? Menos! Oh nein! Linda, sie werden uns umbringen! Schnell, ruft die Verstärkung! Aber Fürst Markus hat es befohlen, schon weit uns angreifen zu lassen. Nur über meine Leiche! Ruft jetzt die Verstärkung! Sie sind auf der falschen Seite. Unsere Situation ist suboptimal. Wir sind umzingelt und all sowas. Wir müssen ruhig und vernünftig bleiben. Was haben die hier? Ein Paladin. Wow, okay, der ist hart im Nehmen. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kümmern uns zuerst um die Verstärkung da hinten. Oder wir, machen tatsächlich zuerst die hier platt. Weil die Paladine, die machen mir dann doch schon so ein bisschen Angst. Andererseits wollten die eigentlich, dass wir dort von denen überrascht werden. Insofern wäre ich dafür, wir hauen die jetzt hier einfach mal weg irgendwie. Frage ist nur wie. Das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Das ist schade. Okay. Ja, wir sollten definitiv zuerst die da hinten, glaube ich, weghauen. Und den Rest dann auf der Brücke dann irgendwie erwischen. So, und wie kommen wir jetzt an denen vorbei, sinnvollerweise? Wir gehen uns mal sinnvoll positionieren, würde ich vorschlagen. Oh, ein Bogenschütze. Schade, hat nicht ganz gereicht. Oh, das reicht auch nicht. Das ist aber uncool.
So. Mist, der ist schon weg. Wow! Ich bin verletzt. Macht ohne mich weiter. Das war jetzt gerade sehr uncool. Haben die hier direkt mal zwei von meinen Leuten ausgeknockt? Das ist aber sehr uncool. Verdammt! So. Das war schlecht. Jetzt kriegen wir aufs Maul. Ah, Mist, sie kann sich ja nicht selber heilen. So, der ist hinüber, sehr gut. So, okay. So, mit dem wir jetzt hier rüber. So, dann hätten wir den schon mal vom Hals. Das ist schon mal viel, viel wert. Oh.
Och, Menno, der eine musste noch sein jetzt, oder was? So. Überleg gerade, wie wir das jetzt hier am sinnvollsten angehen sollen. Also Kuro müssen wir auf jeden Fall erstmal zurückziehen. So, was mache ich mit dir? Ich wäre für einen strategischen Rückzug. Okay. So, nein, der kommt nicht weit. So. So, die wartet noch. So, jetzt sieht die Welt doch schon wieder anders aus. So, okay. So, jetzt könnte man der natürlich hier. Das gefällt mir doch viel besser. So, es fehlt nur noch der hier. Oh nein, sie haben unseren Rekruten getötet. So. Thank you.
So, der ist jetzt auch fertig. Sehr gut. So, mehr kannst du heute nicht, hm? So, jetzt kriegst du aufs Maul. So, wir haben es geschafft. Puh, wir sind aus der Patsche. Sie haben aber nach wie vor mehr Katapulte. Die brauchen sie wohl irgendwo hier in der Nähe. Wir sollten die Gegend erkunden. Die Zeit drängt. Ich sage, wir brechen so schnell wie möglich nach dem Mond hier auf. Genug gequasselt. Kuro wird uns anführen. So, dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wo es jetzt hierhin weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!